Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bin in Kana in Israel. Das kann man vielleicht da hinten ein bisschen sehen. Wir sind mit einer Gruppe unterwegs auf den Spuren Jesu, auf den Spuren des Lebendigen. Der Evangelist Johannes sagt, das erste Zeichen, das Jesus tat, geschah hier in Kana. Ein erstes Zeichen ist immer Programm. Was macht Jesus? Er geht zu einer Hochzeit. Johannes ist in die Wüste gegangen, wir sind als Gruppe immerhin zuerst nach Bethlehem gegangen, das heißt das Haus des Brotes. Aber Jesus marschiert gleich durch. Hochzeit, Party, Fest. Ich möchte euch erzählen, was hier in Kana geschah. Steht bei Johannes im zweiten Kapitel. Am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maße, insgesamt ungefähr 600 Liter. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, nur die Diener wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis zum Schluss zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, hier. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und die Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger. Und sie blieben nur wenige Tage dort. Ich bin hier in Kana, wo das alles geschehen ist, was wir eben gehört haben. Und diese Geschichte hat mich inspiriert zu einem Glaubensbekenntnis. Ich glaube dir, Jesus. Und darum glaube ich auch an das große Fest, zu dem du uns einlädst wie zu einer großen jüdischen oder palästinensischen Hochzeit. Alle wollen kommen. Schon Tage vorher liegt Aufregung in der Luft. Die Friseure schleifen ihre Scheren. Nähmaschinen rattern durch festlich bunte Stoffe. Köche ziehen große Töpfe hinter sich her. Musikerinnen stimmen sich gegenseitig ein. Das Festkomitee gibt sich einen Ruck und erweitert die Gästeliste zum x-ten Mal. Alles summt und brummt. Hier und da erklingt schon ein Liedchen. Der Schein der Vorfreude glänzt auf den Gesichtern und macht sie schön. Ich glaube dir, Jesus, und darum glaube ich an das große Fest. Alle sind gekommen. Die Schönheit der Liebenden ist das vorrangige Thema. Unter ihrem Anblick schmilzt Streit wie Eis in der Sonne. Alte Ehepaare fassen sich versonnen an der Hand. Wer jetzt noch weint, weint vor Rührung und vor Freude. Die Musik hebt an. Sie erfasst den kleinen Zeh bis rauf zu den Haarspitzen. Selbst die, die immer gesagt haben, ach nee, lass mal, das ist nix für mich, gehen jetzt auf die Tanzfläche. Es hält sie nicht auf den Sitzen. Die Haare schwingen im Takt. Ich glaube dir, Jesus. Und darum glaube ich an das große Fest. Ich glaube an die Polonaise, die lang und länger wird, weil die ganze Welt sich anschließt und immer eine da ist, die die Hand ausstreckt und sagt, komm mit. Ich glaube an den Tisch, der sich biegt vor leckerem Essen. Jeder Platz ist besetzt und trotzdem ist wunderbarerweise immer ein Platz frei für die, die nachkommt. Ich glaube an den Wein, der im Glas gluckert vor Freude und alles Bittere mit sich herunterspült. Ich glaube, das alles wird kommen, endgültig für alle. Und manchmal blitzt es schon auf, mitten am Tag.
wie sich die Sonne der Gerechtigkeit durch die Wolken zwängt. Dafür danke ich dir, Gott. Ich glaube dir, Jesus, und darum glaube ich an das große Fest. Ich glaube, dass es latent und schon längst im Gange ist. Zum Greifen nah wie die Spuren Jesu hier in diesem Land. Und deswegen, wenn die Musik wieder leiser wird, weil die Musiker den Mut verlieren, wenn sie in stumpfe Trauermärsche verfallen vor dem Mahnmal der ermordeten Kinder, weil Menschen allein sitzen wollen an viel zu großen Tischen, wenn unsere Krüge leer sind und der Wein alle, dann glaube ich, das Fest ist nur unterbrochen. Weil deine Stunde noch nicht gekommen ist, wie du sagst, Jesus, oder aus irgendeinem anderen schwer verständlichen Grund, der mir aber egal ist, solange ich weiß, du Gott lässt dich anrühren. Du Gott verwandelst Wasser in Wein, Steine in Brot, Klage in Reigen, mich. Wie du das machst, ist mir auch egal, solange du am Werk bist. Das glaube ich. Das Fest ist nur unterbrochen. Ich will es glauben, Jesus. Amen. Lasst uns beten. Gott, ich bitte dich für all die unterbrochenen Hochzeitsfeste, hier in diesem Land, jenseits und diesseits der Mauer, in der Ukraine und auch in Russland. Wehre den Falken, ermutige die Tauben, dass wir uns nicht gewöhnen an die Logik des Krieges, niemals und deinen Spuren folgen. Herr, erbarme dich. Lass uns beten für alle, deren Krüge leer sind, hier, zu Hause, wo auch immer. Verwandle in kostbaren Wein, was sie dir hinhalten, Wasser, Tränen, Pfützen. Verwandle uns, dass wir uns nicht gewöhnen an die leeren Krüge der einen und den Überfluss der anderen, niemals. Und dass wir deiner Sehnsucht nach der einen gerechten Welt folgen. Herr, erbarme dich.